Liebe Schwestern und Brüder, unser Evangelium gehört zu den Abschnitten in den Worten Christi, die nicht so ganz leicht heruntergehen, die wir nicht so ganz leicht annehmen können. Und wie immer sind wir versucht, natürlich sie wegzuerklären. An diesen Versuchen fehlt es nicht, auch nicht in der Bibelwissenschaft. Das sind dann gesammelte Worte, die man Jesus nachträglich, als es schon die Kirche gibt, in den Mund gelegt hat, so sagen manche Bibelwissenschaftler. Man kann sich das Leben ja immer schön machen. Das ist ein bisschen zu einfach. Ich schlage vor, wir nehmen sie als das die Kirche sie gesammelt hat, in diesem Buch im Neuen Testament als Wort Jesu. Wir haben gar keine andere Wahl, sonst müssen wir nämlich den Rest des Neuen Testamentes auch in die Tonne treten. Also, wir müssen jedes Wort ernst nehmen. Und dann sehen wir, wie Jesus aufgrund einer konkreten Anfrage nach außen hin spricht und nach innen spricht. Und beides hängt miteinander zusammen. Natürlich ist das zuweilen für die drinnen, also in diesem Fall im Evangelium, die 12 Apostel ärgerlich, wenn einer, der nicht zu diesem Kreis gehört, im Namen Jesu Heilungen durchführt und möglicherweise auch noch Erfolg hat. Ja, darf der das denn? Jesus hat hier nach außen gesprochen eine sehr pragmatische Sicht. Wer in meinem Namen auftritt, kann nicht so schnell schlecht über mich reden. Die Front im Kampf gegen das Böse, das, was menschliches Leben schwer macht, verhindert, behindert, unmöglich machen will, dämonische Kräfte, die hier im Evangelium genau genannt werden, jeder kann damit tun. Jeder ist willkommen in dieser Front. Damit, und das sagt Jesus nicht, gehört er auch schon zu denen drinnen. Jesus lässt diesen Unterschied. Und er macht deutlich, worin der Unterschied zwischen außen und innen besteht, nämlich in dem Wort, das wir vielleicht lieber weglassen würden. Ich habe jetzt auch hier kein Beil und keine Säge oder sonst etwas Unangenehmes, um mich hier selber zu verstümmeln. Das wäre sicher, wenn ich dieses Wort wörtlich nehme, notwendig. Es ist aber auch auf der anderen Seite nicht damit getan zu sagen, ja, das ist, Jesus will uns ein bisschen erschrecken und aufwecken. Sicher will er das. Aber dieses Wort soll ernst genommen werden. Und Jesus sagt das in sehr drastischen Bildern. Ich muss mich nicht heute über dieses Wort auslassen, dass er spricht, wenn einer von denen, die an ihn glauben, denn es geht ja immer um ihn, zum Bösen verführt wird. Da müssten inzwischen, wie wir lesen und hören, viele mit Mühlsteinen um den Hals herumlaufen. Und unsere Gewässer wären voll davon. Zu viele vielleicht. Ich habe dazu versucht, letzten Sonntag etwas zu sagen. Ich will mich nicht wiederholen. Aber es geht ja an uns. Wenn dich dein Fuß, deine Hand, dein Auge zum Bösen verführt, dann ist besser, du wirst sie los, so schnell wie möglich, als elendiglich in der Hölle zugrunde zu gehen, mit allem. Dieses Wort mögen wir nicht. Wir haben das natürlich auch gründlich entsorgt. Hölle, was ist das überhaupt? Da gibt es dann ganz abstrakte Beschreibungen. Es ist möglich, mit seinem christlichen Leben zu scheitern, liebe Schwestern und Brüder. Das ist das Wort Jesu, das heute an uns ergeht. Es ist möglich zu scheitern. Wir können uns das Christentum nicht weiter schönreden. Und wenn es je eine Stunde in den letzten 100 Jahren gab, da Christen entschieden leben müssen. Wir hören heute viele Stimmen zu sagen, ein weiter so kann es nicht geben. Was heißt das? Ich meine nicht das Verschweigen von all diesen grauenvollen Fällen, sondern ich meine, das heißt etwas für uns, für jeden Einzelnen von uns. Ein Weiter-so kann es nicht geben. Wir können nicht einfach so tun, als würde sich Christsein erschöpfen, indem er sonntags morgens zum Gottesdienst geht oder von mir aus seine Kirchensteuer bezahlt. Das ist nicht unbedingt Christsein. Es braucht eine größere Entschiedenheit nach innen. Und Jesus weckt uns mit seinen Worten heute dazu auf. Nach außen hin ist Jesus sehr großzügig. Dort reicht es schon für den Lohn, einem der Jüngerinnen und Jünger ein Glas Wasser zu geben. Das kostet nichts.
aber nach innen müssen wir eine größere Reinigung vornehmen. Und vielleicht müssen wir auch bei dieser größeren Reinigung auch mit den kleinen Dingen anfangen. Mehr Entschiedenheit. Es beginnt mit dem täglichen Gebet. Wer betet jeden Tag? Am Morgen und am Abend und vor Tisch. Das ist ein Minimum. Und mir geht es gar nicht um die Quantität, sondern um das Faktische, dass es geschieht. Dazu braucht man keinen Gebetsraum aufzusuchen. Das kann man, wenn man im Bett sitzt oder bevor man zu Bett geht. Und notfalls, wenn man im Stress ist, morgens und verschlafen hat, sogar während man die Zähne putzt. Ein Vaterunser geht immer. Aber ohne Vaterunser, ohne Kreuzzeichen, was ist das für ein Tag für einen Christen? Der ist umsonst, er ist orientierungslos. Und oft genug fühlen sich solche Tage auch so an. Sie hängen irgendwie in der Luft, vergeudet. Wir könnten dieses Wort Jesu ausweiten. Besser, du orientierst deinen Tag, als dass viele Tage entstehen, die am Schluss nutzlos mit dir in der Hölle landen. Ein Beispiel. Ein zweites. Das Gleiche, was wir für uns tun, müssen wir auch den Kindern beibringen. Das ist sehr wichtig. Es gibt heute so eine Scham, man will ja ein netter Opa und eine nette Oma sein und dann sagt man das lieber den Kindern nicht. Am Schluss gibt es eventuell noch Konflikt mit den Eltern, dass die Kinder verdorben werden durch böse Religion. Das wollen wir natürlich nicht. Trauen Sie sich, Ihr Christsein so zu leben, dass Sie mit den Kindern beten, dass Sie mit den Kindern in die Kirche gehen, auch dann, wenn kein Gottesdienst ist, ihnen die Bilder erklären, angefangen vom Kreuzweg oder ein Marienbild. Wir halten das irgendwie immer noch für selbstverständlich. Aber ich erlebe Gottesdienste, auch mit katholischen Familien, und ich beginne den Gottesdienst mit der Herr sei mit euch und ich bekomme keine Antwort. Da geht es nicht um mich. Ich erschrecke jedes Mal. Das ist ein Geistergottesdienst. Das ist alles weg. Alles verschwindet. Und die Kirche setzt leider Gottes auch mit ihrem vielen Geld, das sie hat in unserem Land, vollkommen andere Akzente. Räumt Kirchen leer. Und dann lässt man sich von der Lehre inspirieren. Nein, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte, dass wir vom Glauben inspiriert sind. Ein Glaube an Jesus Christus. Ich möchte, dass wir von Christus selber inspiriert sind. Deshalb müssen wir auf sein Wort hören, auch auf die unangenehmen Worte. Und müssen bei uns selber anfangen. Entschieden zu leben. Kein Tag mehr ohne Gebet. Kein Tag mehr ohne Dankbarkeit für mein Leben, auch wie es gerade ist. Das kann sich im ganz kleinen Zeichen im Tischgebet zeigen. Wir haben etwas zu essen, viele andere haben nichts. Dankbarkeit für die Kinder, die uns geschenkt werden und anvertraut werden. Und ihnen das Kostbarste, was es gibt. Wir sagen das verbal, aber was kostet es uns? Den Glauben an Christus weiterzugeben. Weil hier geht es um ein Leben, das niemand auf Erden machen kann. Ein Leben, das noch so viele Aktienpakete oder dicke Erbschaften oder sonst irgendetwas herstellen kann. Ein Leben, das wahrhaft zählt. Es ist das Leben mit Christus. Es ist das Leben des Glaubens. Wir müssen selber die Dinge, und das ist ein Leben, eine lebenslange Auseinandersetzung, keine einmalige Geschichte. Wir müssen immer wieder das, was in uns nicht in Ordnung ist, was nicht auf Christus hin orientiert ist, was uns von ihm fernhält, wo wir anschließend am liebsten nicht in den Spiegel schauen würden. Wir müssen versuchen, das aus unserem Leben wegzunehmen, abzuschneiden. Wir haben inzwischen versucht, auch gerade im Hinblick auf dieses Evangelium, mit dem Stichwort vom anonymen Christen und sowas, wir haben alles getauft. Alles haben wir getauft. Wir haben die, die nicht zur Kirche gehören, getauft und sagen, ach, wir sind alle Menschen, alle Schwestern und Brüder. Nein. Die Ungetauften, das sind deshalb keine bösen Menschen, aber sie sind Mitmenschen, sie sind Nächste, würde Jesus im Evangelium sagen. Schwestern und Brüder sind nur die, die getauft sind. Ganz einfach. Jesus sieht das hier im Evangelium nicht anders. Wir haben damit nicht nur alle Menschen getauft, wir haben auch die Laster getauft. Alle Unarten und Unsitten haben wir getauft und sagen, ach ja, mein Gott, da muss man ein großes Gemüt haben. Deshalb ist diese ganze Missbrauchskiste, kommt die ans Qualmen und es ist noch nicht das Ende abzusehen.
Wir haben auch unsere schlimmsten Verbrechen getauft. Muss man großzügig sein. Und am Schluss kommt ein großer Schwamm, der heißt dann Barmherzigkeit. Hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Wer einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt? Müllstein, sagt Jesus. Und ihr selber, fangt bei euch an. Im Kleinen wie im Großen. Denn es geht darum, um mit ihm zusammenzubleiben. Wir als Kirche sind dieses große Gebilde seit den Tagen der Apostel, so sagt es Ida Friederike Görres einmal, das durch die Zeiten geht. Das ist nicht nur das, was im Moment so unter dem Namen katholisch herumläuft. Ich zitiere noch einmal Görres, sie sagt, ob mir das wert wäre, mit diesem Verein herumzugehen, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Sondern Kirche ist das große Gebilde, das in den Tagen der Apostel im Evangelium wurzelt, mit Christus als dem Bräutigam lebt und mit ihm das Ende der Zeit sehen wird. Das sind wir. Das dürfen wir keinen Tag aus dem Blick verlieren. Deshalb das Gebet. Deshalb das Geschenk an die Kinder. Deshalb unsere eigene Reinigung, die wir brauchen, damit wir bei ihm bleiben können. Damit er uns gerne annimmt und gerne wieder aufnimmt. Egal wie oft wir fallen. Immer wieder aufzustehen mit dem Blick auf ihn.